erstmal zum Warmmachen. Ach, was versteht der Kerl unter Warmmachen? Runde. Und jetzt können wir mal mit dem Planet fahren. Und jetzt. So, ihr habt euch mal eine kurze Pause verdient von dem kleinen Rumgespringe. Und wir machen das hier mal wie bei der Sendung mit der Maus. Bloß ohne Maus und ohne Zuschauer. Hä? Nee. Also, jetzt werden einige sagen, Mensch, schön, wie er die Karre so zerklappt auf dem Skatepark. Aber, also bis jetzt, was haben wir? Teile wert, was kaputt gegangen ist, vielleicht 30 Euro in 2 Jahren. Bisschen was über 2 Jahren. Genau. Ihr hört erst immer schön klatschen zwischendurch. Zack, genau, klatsch. Und das ist auch gut so. Das wird vielen am Anfang aufstoßen, aber das ist gut. Was passiert dann? Das passiert. Diese ganze Chassisplatte knallt unten auf. Was ist das Gute daran? Die Kraft verteilt sich wunderbar. Wir haben das einmal getestet. Was haben wir gemacht? Wir haben die Dämpfer genommen. Na? Und haben die Federn ein bisschen hart gestellt, also eine schöne Vorspannung. Wir haben einen Haufen solche kleinen Dinger rein. Und das war dann schön straff. Wunderbar. Was ist passiert? Zweiter Sprung hat es uns hier oben die Dämpferbrücke weggeknallt. Weil knüppelharte ist, nee, kam nicht mehr komplett rüber. Also tauchte nicht mehr komplett ein. Also haben wir das wieder gelassen und es blieb bei einer Dämpferbrücke. Gut, was hat uns dieses ganze Skatepark-Gemache noch gekostet? Es waren mal, ach Karo, scheiße Karos, es waren mal 2 Antriebswellen, die Außenwellen sind kaputt gegangen. Das waren einfach nur eklige Landungen auf der Seite. Und was war es noch? Eine Kolbenstange vom Dämpfer, das müsste im selben Zug kaputt gegangen sein wie die Dämpferbrücke, glaube ich. Also der Dämpfer ist nicht gebrochen oder so, das war einfach nur, die Kolbenstange war krumm und das war's. Sonst ist diese Karre ein Wahnsinn, also wer sich überlegt, das ist eine Waffe, 3S, wunderbar leicht, also das wiegt nichts, das Teil, und deswegen so stabil. Genau, und ihr braucht keine Angst vor Temperaturen haben, ihr könnt bei 0 Grad das Ganze machen, wenn das Auto da über dem Warmstand und schön warm ist, passiert da auch nichts. Das haben wir dutzendfach gemacht, also man muss bloß halt ordentlich landen. Wenn man landet auf allen Vieren, oh, ich bin so witzig, dann ist das kein Problem. Genau. Schreibt mal in die Kommentare eure Erfahrung. Also wirklich, der Granit. Also darauf schwören wir von Arma. Und alles andere kann in die Tonne. Gut. Und jetzt müsst ihr unbedingt nochmal weiter gucken. Also es geht nicht mehr lange. Ich gehe euch ungern auf den Zeiger. Aber es kommt noch der Sprung des Jahrtausends. Also viel Spaß und lasst mal ein Like da. Also wirklich ein Like wäre klasse. Und dann schreibt mal in die Kommentare und dann zerfetzt euch mal gerne. Und auch Kritik immer rein damit. So, tschüssi und weiter geht's. Wirklich weiter gucken, ich schwöre. Tschüss. Wir testen erstmal, ob das überhaupt funktioniert. Verlassen den tollen Skatepark. Dieses Mal wird's richtig cool. Schöne Kacklandung. Oh. Nein! Nein! Rogers! Nein! Oh, jetzt noch. Scheiße! Ach, die Bäume sind halt ein bisschen unberechenbar. Jetzt wird Granit mal zerlegt. So, das war's.